Mein Name ist Sebastian Frier. Ich bin jetzt seit etwa 3,5 Monaten Kaplan hier in der Stadt Ibbenbüren. Ich wohne hier im Pfarrhaus direkt neben der Pfarrkirche in Ibbenbüren und wir wohnen hier mit 3 Priestern gemeinsam. Wir leben hier gemeinsam, also haben gemeinsame Mahlzeiten. Zum Mittagessen kommt zum Beispiel noch ein benachbarter Priester mit dazu, sodass es immer so ein Wechsel ist von gemeinsamem Essen, Beten, aber dann auch verteilen, wo wir so für uns unsere Wege gehen und dann für uns arbeiten. Es ist ein wirklich großes Seelsorgeteam, ein Team, was jetzt ganz frisch aus 3 vorherigen Teams zusammengesetzt ist, sodass jetzt die ganze Seelsorger der Stadt schon zusammenarbeiten. Aber es gibt auch Zuteilungen der einzelnen Bereiche. Auf mich wird sicherlich deutlich mehr auch die Jugendarbeit jetzt zukommen. Es war ein ganz herzliches Aufnehmen, ganz herzliches Willkommen heißen hier für mich in Ibbenbüren. Also gerade am ersten Wochenende freitags kam der Möbelwagen und dann am Wochenende habe ich mich schon vorgestellt in den Gottesdiensten und spürte, dass mir schon große Freude und großes Willkommen auch entgegenkam. Also für mich sehr gute Startbedingungen jetzt auch. Was dann auch anfällt, so die Wohnung einzurichten, bis dann alle Möbel tatsächlich auch da sind. Also auch der Bereich musste geklärt werden. Und also zu einer großen Kirchengemeinde, wie es hier in Ibbenbüren ist, gehören eben auch ganz verschiedene Einrichtungen. Also es sind eben nicht nur die Kirchen, sondern beispielsweise auch eine Reihe von Kindergärten. Es gibt hier eine kirchliche Realschule. Aber es gibt eben auch einige Pflegeheime, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Und an so verschiedenen Punkten sind wir als Kirche dann eben gerade an solchen kirchlichen Einrichtungen auch immer wieder präsent, dass wir da beispielsweise seelsorglich auftauchen oder auch Gottesdienste feiern. Halleluja, Halleluja. An der Arbeit als Kaplan jetzt auch hier gerade in den Anfängen fasziniert mich besonders das Herausgefordertsein, sich auf sehr, sehr verschiedene Situationen und auch auf Menschen einzulassen. Wenn ich abends so zurückblicke und schaue, auf wie viele verschiedene Situationen ich da zurückblicken kann, allein an einem Tag, ist das schon echt was Großartiges. Also das ist wirklich von einem Trauerbesuch, der zum Teil tiefst traurig ist, bis dahin, dass man irgendwelche Spiele mit Messdienern macht. Und das ist für mich eine große Freude, diese Bandbreite des Lebens wirklich in einer großen Fülle auch mitzubekommen. Und dann eben diese Mischung auch zu haben, das Ganze ins Gebet auch reinzutragen.